Eindruck entstehen, dass das hier jetzt eine Fortsetzung des Vortrags von Herrn Bock wird. Und der andere ist richtig. Ich werde allerdings nicht in zwei Punkten diametral, ist das noch eine Zahl? Von ihm unterscheiden. Erstens mal, ich werde die Zeit nicht ausfüllen, sondern versuchen, ihm mindestens 20 Minuten Zeit zu lassen, Fragen zu stellen. Ich werde mich also sehr, sehr kurz fassen. Und zweitens, ich werde Ihnen keine schöne neue Welt zeigen können. Das wird er schon machen. Ich werde mich ganz streng an mein Thema halten. Und das Thema heißt Euro-Rettung. Ist dieses Geld, was wir alle im reichen Umfang im Portemonnaie haben, ist dieses Geld sicher stabil und zukunftsfähig? Werden Sie damit, wenn Sie einen Geld brauchen im Alter, nicht mehr arbeitsfähig sind, wenn Sie in Rente gehen, werden Sie sich dann auf dieses Geld noch verlassen? Bin ich jetzt besser zu verstehen? Wenn es zu laut wird, dann darf protestiert werden. Meine Damen und Herren, der Euro, unsere Währung, unser Europa, steckt in der Krise, soll gerettet werden, aber sagt Ihnen jemand, wovor, vor wem? Wir sind hier mit eigentlich der schlimmsten Lüge konfrontiert, die es seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Denn diese Rettung ist nicht die Rettung einer Währung. Es ist die Rettung eines fehlinvestierten Kapitals. Es ist die Rettung von unglaublichen Summen, die man nur in Billionen messen kann. Von Geldkapital in einer total falschen Verwendung, genauer gesagt in gar keiner Verwendung. Denn es ist allen bisherigen Kontrolleuren der sogenannten Troika, die ja die Situation in Krisenländern der Eurozone überprüfen und feststellen, ist auch nicht gelungen, den Gegenwert. Den Gegenwert von 12 bis 13 Billionen dort entstandener privater oder öffentlicher Schulden festzustellen. Die Schulden sind da, die Forderungen der Banken auch. Aber der Gegenwert ist nicht festzustellen. Und er konnte auch gar nicht festgestellt werden, denn er ist konsumiert worden. Hier ist ein gigantischer Konsumrausch mit der Einführung der neuen Währung als quasi einer Euro-Scheckkarte, die nicht abgerechnet zu werden braucht, ist ein gigantischer Konsumrausch, privat, aber vor allen Dingen öffentlich finanziert worden. Und der normale Gegenwert von Schulden, nämlich das Realvermögen, was daraus entstehen soll, das ist leider nicht entstanden. Es sind auch nicht Reformen finanziert worden. Das Geld ist schlicht verkonsumiert. Aber aus dem Geldkreislauf, aus dem diese Mittel herausgekommen sind, sind natürlich Forderungen entstanden, Bankforderungen. Bankforderungen gegenüber Schuldner, die sie zahlen können. Und jetzt wird eine Euro-Rettung inszeniert, die nicht die Rettung des Geldes ist, sondern dieser Bankfonds, dieser faul gewordenen Bankfonds. Wir haben es hier mit einem im technischen und auch im rechtlichen Sinn eigentlich, mit einem gigantischen Konkursfall zu tun, aber er wird weder rechtlich noch geldpolitisch als solcher akzeptiert. Und wozu führt es? Hier tauchen schon die ersten Gemeinsamkeiten mit meinem hochgeschätzten Vorredner auf. Es führt dazu, ein verhinderter Konkurs ist immer die Übertragung von Schulden auf Dritte. Ist immer ein Stück, ja, wie soll ich sagen, Unrecht, Sozialismus, alles. Jemand, der gar nichts mit der Sache zu tun hat, wie Sie und ich, wird jetzt teils als Steuerzahler, teils als Sparer in die Pflicht genommen, diesen Schuldenberg, der jetzt ins Rutschen kommt und dessen Rutschen als eine einzige Katastrophe dargestellt wird, der muss nun aufgehalten werden. Wie? Indem man neues Geld. Und wodurch?
indem man die Haltekosten des Rutschens, die ja nun steigen und steigen, verbilligt, den Zins darunter subventioniert. Ein schlimmeres Attentat auf den Rechtsstaat in Europa, den Sozialstaat in Europa, die großen Hinterlassenschaften unserer Aufklärung, mit denen Europa sich in der Welt als Weltmodell präsentiert hat, die werden hier durch diese Politik regelrecht diffamiert und zerstört. Und das Ganze wird der Jugend, den jungen Leuten vorgestellt, als ein Beitrag zur Schaffung Europas. Ich weiß nicht, worüber ich entsetzter sein soll, über das Unrecht, über die Rechtlosigkeit, über die Zerstörung sozialstaatlicher Strukturen oder über die Infamie zu sagen, damit aus diesem Unrecht bauen wir Europa. Ein Rechtsbruch nach dem anderen, denn all das, was ich eben schilderte, war ja verboten. Es durfte ja keine Haftentlassung von Schuldenstaaten durch andere geben. Keine Bail-out-Klausel, Artikel 125 der EU-Verträge. Es durfte ja keine Inflationspolitik der EZB geben, mit dem Argument, wir brauchen neues Geld, um alte Schulden umzufinanzieren, zu sanieren. Was ich wirklich vermisse, ist der Aufschrei. Ist der Aufschrei so viel geballtes Unrecht, so viel geballte Dummheit, aber auch so viel geballte Korruption. Ist ja eigentlich kaum vorstellbar. Denn worum geht es den Europolitikern bei dieser Politik? Wie gesagt, Konkurs, Verhinderung, Rettung fauler Bankforderungen, Verhinderung von Staatskonkursen. Meine Damen und Herren, es geht Ihnen wie allen Funktionären, was wir auch bei guten Kommunisten früher beobachten konnten, darum, die Gründen zu halten. Der Unterschied zwischen einem guten Kommunisten und einem guten Europäer in leitender Stellung ist eigentlich nur noch, dass er lügt und dass er seine Position halten will. Und da ist ihm jedes Mittel recht. Und Herr Popp hat völlig richtig diagnostiziert, wenn er sagt, was hier fehlt, ist die kritische Presse, die das analysiert. Die gibt es nicht. Meine hier anwesende Frau hat mir verboten, Ihnen diesen makabren Witz immer zu erzählen, aber ich tue es aus Ihrer Anwesenheit. Goebbels, Sie wissen, wer das war, kommt zum ZDF und sagt, so ungläubig staunend, Jungs, wie habt ihr denn das hingekriegt? Ohne KZ. Und ohne Gestapo. Es ist die Meinungslenkung, die dahinter steht. Diese Presse mag noch so frei sein, ihre Meinungen sind gelenkt, gesteuert. Und zwar durch den einfachsten Mechanismus, den man sich ausdenken kann, die Karriereplanung der leitenden Leute. Denn die hängt von politischen Gremien ab. Und wer die Politik stört, kann sicher sein, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Weil er das weiß, funktioniert. Es ist das ewige Los von Ökonomen, aber nicht nur von Ökonomen, auch von Juristen. Eigentlich haben wir Ökonomen das Los von den Juristen übernommen, dass wir immer einem Herrschaftssystem dienen, weil wir von dem ihre Geld bekommen. Ökonomen sind überwiegend Höflinge, die für einen Auftraggeber arbeiten. Das kann ein Staat sein, das kann eine Bank sein, das kann eine Zeitung sein. Und das Ergebnis wird immer dasselbe sein, sie passen die Meinung dem Auftraggeber an. Und das erleben wir heute als System. Und man muss schon so alt sein wie ich, oder so reich wie Herr Popp, um sagen zu können, da machen wir nicht nichts. Wir sagen unseren jungen Leuten, unseren Hörern noch die wahre Meinung. Und es gibt ein einfaches Kriterium, was ich eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder beobachten konnte. Die Leute, die am Fernsehen lügen, achten Sie mal auf die Körpersprache. Dann können Sie sich so zu drehen und zu wenden. Wer die Wahrheit sagt, hat das alles nicht nötig. Ich habe vor einiger Zeit einen Bundesbankpräsidenten, einen früheren, erlebt, den man fragte, warum er dem Euro zugestimmt habe. Und der Mann ist aus der Jungen gar nicht rausgekommen. Es war nicht das schöne Bild des römischen Bodens davor, was der Mann bot, sondern eher eine Schlangenbeschwörung. Aber zur Sache. Eine einfache Bestandsaufnahme der Situation im heutigen Europa zeigt zwei furchtbare Dinge. Das eine ist, dieser Schuldenberg von 12 bis 13 Billionen. Meine Damen und Herren,
Das sind 4 deutsche Bruttoinlandsprodukte. Das ist eine unvorstellbare Summe. In meiner Jugend bin ich als junger Ökonom nie über die Größenordnung der Milliarde herausgekommen. Mit der Billion fing eine ganz andere Wissenschaft an, die Astronomie. Heute reden wir nur noch. Und das ist eine Inflation der besonderen Art, auf die ich gleich noch zurückkomme. Das Zweite ist, dass zur Eintreibung dieser Billionen jetzt ein halber Subkontinent, nämlich der südliche Teil der Eurozone, in die größte Sozialkrise, ja man kann sagen, seit 100 oder 120 Jahren gestürzt. Denn man verordnet mit diesen Ländern, Griechenland, Italien, Spanien, Sie alle kennen die Gruppe der BRICS oder GIPS oder wie Sie sie nennen wollen, man verordnet ihnen eine Therapie, für die, ich glaube, vor über 200 Jahren ein gewisser Dr. Eisenbach haftbar gemacht wurde. Dieser Wunderdoktor, er starb so um 1720 rum in Hannover Schmünden, hatte die Therapie aufgestellt, der Körper hat sich der Kur anzupassen, nicht die Kur des Körpers. Und danach hat er geheilt, es ist leider nicht bekannt, wie viele Menschen er zu Tode geheilt hat. Aber das ist genau die Therapie, die jetzt die Europäische Union, die Europäische Zentralbank, der EWF, in einem wirklichen Trio Infernale, diesen Ländern zumutet. Sie sollen sparen, um die Schulden zurückzuzahlen. Und sparen für eine Volkswirtschaft heißt Nachfrage, Abbau, Wirtschaftswachstum, nicht mehr zulassen. Es ist der gewaltigste Einbruch an wirtschaftlicher Aktivität, den wir jetzt mit dieser Politik erleben, durch hohe Steuern, durch ausfallende Nachfrage, durch gekürzte Einkommen bis hin zu Renten. Und aus diesem geschrumpften Sozialkuchen, in Griechenland wird er ein Minus in diesem Jahr zwischen 5% und 7% erreichen, in den anderen wird es in den nächsten 18 Monaten folgen, aus diesem geschrumpften Sozialkuchen wollen wir das Stück bilden werden, das größere Stück, um die Forderung der Banken zu beleidigen. Also im Dritten Reich gab es die Vokabel der Zinsknechtschaft. War damals vielleicht ein bisschen falsch gewählt, aber jetzt ist sie Wahrheit geworden. Lange nach dem Dritten Reich erleben wir hier einen Akt der Zinsknechtschaft, der ungeheuerlich ist. Der wirklich ungeheuerlich ist. Und die Frage ist für den sowohl mitfühlenden Ökonom wie auch den nüchternen Ökonom, der ich in gleicher Person bin, was ergibt sich daraus? Ich kann das, so wie die Konsequenz der Euro-Einführung für 12 Jahren einigermaßen richtig diagnostiziert habe, leider dem deutschen Verfassungsgericht mit meinen Kollegen nicht vermitteln konnte. Ich kann Ihnen auch jetzt ziemlich genau voraussagen, was wir in den nächsten 2-3 Jahren in Europa erleben. Wir werden erleben, dass die unglaubliche Massenarbeitslosigkeit, die jetzt im Süden der Eurozone am Nordufer des Mittelmeers ausbricht, die zu einer totalen Hoffnungslosigkeit für junge Leute führt, die ja die Hauptlast dieser Arbeitslosigkeit zu erleiden und zu ertragen haben. Das wird natürlich zu einer sozialen Revolution führen, die auch nötig ist. Denn Regierungen, die sowas machen, verdienen ja nicht im Amt gehalten zu werden. Es wird sich also am Ort der Demokratie, die Demokratie wiederherstellen, die es da vor 2000 Jahren aufgegeben hat, nämlich die Demokratie der Straße. Was Demokratie ist, wird auf der Straße entschieden. Wir werden also zu Formen der direkten Demokratie, die wir in zivilisierter Form zwar in der Schweiz erleben, aber in unzivilisierter Form werden wir sie im Süden Europas. Aber ökonomisch wird sich parallel dazu etwas ereignen, was genauso wichtig ist. Wir müssen uns einmal ganz klar machen, was tut der Bürger speziell in diesem Saal, nämlich in einem Land, was noch nicht voll von der Euro-Krise erwischt worden ist. Wie schützen Sie sich?